internationale Kühlpremiere für Flanell und Semike Rothenberger. Sie will immer noch mal noch mehr. Das ist schon echt ein Ausnahmepaar. Macht ganz viel Spaß. Ein erster Start, ein erster Sieg. Die Europameisterschaft und zwei Goldmedaillen. Das Jahr 2021 war für Sammy und Nelly, Semike Rothenberger und Flanell, kein Lauf auf der Erfolgsleiter, es war ein Sprint. Aber bevor Flanell ihre Box im Mai 2020 auf dem Erlenhof der Familie Rothenberger beziehen konnte, war erst einmal langer Atem gefragt. Also wir haben lange nachgefragt bei der Vorbesitzerin, ob wir mal vorbeikommen könnten. Und dann, Corona war dann unser Glück. Dadurch durften wir dann einmal zum Ausprobieren fahren und es hat auf Anhieb geklickt und harmoniert. Und ich war total verliebt. Und dann hat die Vorbesitzerin auch gesagt, ja, also in solche Hände würde sie sie abgeben. Seitdem ist es einfach eine unglaubliche Reise und das Pferd schenkt mir jeden Tag einfach ein tolles Gefühl. Semike hatte bis dahin schon etliche Erfolge gesammelt. Allein 21 Medaillen bei Nachwuchs-Europameisterschaften und das auf 6 verschiedenen Pferden. Aber die Apache-Tochter Flanell verschlägt ihr trotzdem fast die Sprache. Flanell ist unbeschreiblich. Also die ist wirklich, ich habe keine Worte für dieses Pferd. Also es gibt nichts, was sie nicht kann. Ihr Charakter ist unfassbar. Also ich bin wirklich jeden Tag aufs Neue muss ich mich kneifen, dass ich so ein Pferd reiten darf. Da kommen mir auch die Tränen, weil dieses Pferd ist echt einfach echt unfassbar. Also das ist einfach eine Riesenehre, dass ich sie gefunden habe. Eine Riesenehre für Perfektion mit Witz und ohne Grenzen. Das Pferd ist einfach rundum perfekt. Die hat auch von ihren Grundgangarten einfach kein Limit. Sie gibt mir immer mehr und wenn ich das irgendwann mal schaffe, so auch in die Prüfung zu bringen, ich glaube, dann hat dieses Pferd keine Grenzen. Zwei Spitzensportlerinnen, die nicht alles, aber vieles gemeinsam haben. Wir sind beide schon richtige Mädchen. Also übrigens nicht so gern, wenn andere uns zu nahe kommen. Das ist schon eine Ähnlichkeit. Aber ich glaube, Flanell ist in vielen Sachen noch viel besser als ich. Also Flanell ist einfach, da kenne ich charakterlich jetzt nichts. Man kann immer auf sie zählen, das ist bei mir auch der Fall. Aber trotzdem, sie ist in allem, was sie tut, einfach unheimlich perfektionistisch und super. Und ich kann vielleicht bei manchen Sachen auch schon mal so ein bisschen beim Aufräumen vom Zimmer, da bin ich jetzt nicht so die Allerbeste. Und das macht sie doch schon ganz gut. Also ihre Box ist schon sehr sauber. Die U25 Europameisterschaften in Hagen. Flanell und Semike gingen als drittes Paar für das deutsche Team in die Mannschaftsaufgabe und zauberten eine Spitzenrunde mit persönlicher Bestleistung ins Viereck. Ich komme auf gut Deutsch noch gar nicht so richtig drauf klar. Das ist erst unser viertes Turnier hier zusammen. Und was dieses Pferd jedes Mal abliefert, da kriege ich selber Gänsehaut. Die ist echt einfach nicht von dieser Welt und hat gar keine Limits. Also das macht einfach Spaß mit so einem Pferd. Wir hatten das Glück hier, dass die ersten zwei Deutschen schon super vorgelegt hatten. Dadurch war da nicht so ein Druck da. Aber trotzdem möchte man natürlich auch für das Team nochmal abliefern. Und es ist super besonders. Jeder Euro ist was Neues, was anderes. Und jetzt mit diesem Pferd hier bei der U25 dabei zu sein, das war immer ein riesen Traum von mir. Und ich bin einfach unheimlich dankbar, was Flanell mir ermöglicht. Ein riesen Traum, der mit Mannschaftsgold belohnt wurde. Aber das war längst nicht alles. Auch in der Einzelaufgabe, dem U25 Grand Prix, war nichts unmöglich. Einzel fing unheimlich gut an, hat sich auch spitze angefühlt. Und da kam dann ich ins Spiel zum Schluss. Ich glaube, da war ich so ein bisschen geflasht von, wie toll sie mitgemacht hatte und wie gut sie alles gemacht hatte, was ich sie gefragt hatte. Und dann auf der letzten Linie habe ich so ein bisschen vermasselt. Ich dachte, wir wären schon zu Hause und habe ein bisschen geschlafen auf gut Deutsch. Und deswegen ist sie dort einmal angaloppiert und dadurch
war es dann die Silbermedaille. Aber selbst, ich muss sagen, also da war ich überglücklich, selbst mit der Silbermedaille, dass, wie gesagt, nach so einer kurzen Zeit zusammen, dass wir sowas erreichen konnten. Also das Pferd ist schon unbeschreiblich. Mannschaftsgold, Einzelsilber und zum Schluss auch noch Kürgold mit fast 82%. Eine Championatspremiere der Extraklasse für Semike und Flanell. Die wenigsten Träume erfüllen sich von allein. Hinter jedem Traum steckt meistens sehr viel Fleiß und ein starkes Team. Ohne mein Team geht gar nichts. Ich habe denen alles zu verdanken. Also wenn ich alleine wäre, würde ich definitiv nicht das erreichen, was wir dieses Jahr erreicht haben. Meine Pflegerin ist nicht nur meine Pflegerin. Ich finde das immer zu sagen, dass meine Pflegerin, sondern ist echt eine Stütze. Eine sehr, sehr gute Freundin und die kennt uns in- und auswendig. Dann die ganze Familie, da kämpft wirklich einer für alle und alle für einen. Diese Stütze zu haben und diesen Support zu haben, ist für mich unheimlich wichtig. Das Piaf-Förderpreisfinale. Das Treffen von Deutschlands besten U25-Reitern. Der Abschluss eines gigantischen Jahres für Semike und Flanell und eine aufregende Premiere. Wenn man seinen ersten Grand Prix hier in so einer Kulisse auf dem Schafhof beim Piaf-Förderpreisfinale reitet, ist man doch schon nervös. Aber ja, dadurch, dass ich das Vertrauen habe, dass Flanell immer für mich kämpft und einfach den besten Charakter hat, wusste ich, dass auch wenn wir Fehler machen, dann geht das auf meine Kappe, aber das Pferd wird immer alles für mich geben. 2021, ein Jahr, in dem sich alle Träume für Semike erfüllt haben und noch ein bisschen mehr. Ein Jahr mit sensationellen Momenten. Welcher Moment war der beste unter den besten? Ich glaube, da kann man nicht nur einen Moment rauspicken. Also das Pferd ist generell einfach ein unheimlicher Genuss. Sie gibt mir jeden Tag so viel zurück und ich spüre einfach, dass sie einfach überhaupt gar keine Schwächen hat. Im Erfolgssprint durch ihr erstes gemeinsames Turnierjahr mit Siegen, Medaillen und sehr viel Genuss. Sammy und Nelly.